Hallo. Hi. Hi. Na? Welche wunderbare Stimme höre ich denn da? So. Schade, dass es über Stream Together nicht geht. Aber ja, ist dann halt so. Leider nur irgendwie über Chrome und Firefox. Ich Ja. habe aber beides nicht. Ja. Hast du So. schon gesagt, was wir jetzt gerade vorhaben? Nein, habe ich noch nicht. Habe ich noch Ich habe nicht. noch gar nichts gesagt. Soll ich Ich habe das dann nur. mal die Katze aus dem Sack lassen? Ja, darfst du gerne machen. Wir beide, also Sammy und ich, haben. Du sagst erstmal, warum sie nicht im Voice ist, ja. Komm dazu. Nee, Sammy und ich haben uns überlegt, so zum Ende unseres Streams hin heute, wir haben ja heute beide, also klar, Release-Tag, das Spiel. Ein bisschen ausprobiert und haben gesagt, wir wollen uns jetzt einfach mal ein bisschen groß unterhalten, ein bisschen drüber unterhalten und einfach mal checken, wie wir jeweils das Spiel bisher finden. Und daher sollten wir vielleicht ganz kurz abchecken. Ich meine, du wirst auch schon mindestens mal bei einem Dungeon gewesen sein, nehme ich an. Richtig. Bist du schon weit darüber hinaus? Ich bin auf dem Weg zum dritten. Wow, okay, du bist um ein. Okay, du hast auch vor mir angefangen, muss man dazu sagen, du bist länger schon dabei. Und ich Richtig. verliere mich hier gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, in Details. Okay, das heißt, ich würde sagen, wenn wir auf irgendwie Story oder sowas eingehen sollten, nur bis zum ersten Dungeon. Nicht gut. Beziehungsweise. Eine Frage noch, hast du irgendwo mal ein Tagebuch rumliegen sehen? Weil es gibt eine Sache, über die würde ich gerne reden. Tagebuch. Ja? Ich glaube, das hieß Tagebuch, ja. Von einem Mann oder von einer Frau? Moment, lass mich kurz gucken. Startschein des Spiels. Müsste von einer Frau gewesen sein. Moment. Meinst du das Lexikon? Nee, ich meine kein Lexikon, ich meine wirklich ein Tagebuch. Also es wurde als Tagebuch betitelt. So, habe ich das Tagebuch gefunden oder nicht? Okay, ich gehe mal davon aus, du hast dieses Tagebuch gefunden. Sag mal nur kurz, was da drin, dass ich vielleicht ein Ding habe, ob ich jetzt das habe oder nicht. Ich will ja nicht genau spoilern, was da drin vorgeht. Okay, aber ich kann halt sagen, es eine Sache, die da drin steht, ist, wie ein Charakter, den man trifft, Link kennengelernt hat. Achso, okay, nein, das habe ich dann noch nicht. Okay, nee. Dann sprechen wir heute nicht darüber, denn wenn du das irgendwann mal gefunden hast, möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Das halten wir schon mal fest. Merken wir uns. Aber Das dann machen wir. mal ganz so unter uns beiden Hübschen hier. Wie findest du das Spiel allgemein bisher? Ich bin positiv überrascht davon, muss ich sagen. Obwohl, ich muss auch dazu sagen, ich war schon sehr gehypt, bin aber ohne groß viel Erwartungen an die Sache reingegangen. Weil sollte es wirklich kacke sein, doof gesagt, dann kann man mich nicht enttäuschen. Aber es hat mich dann doch schon etwas positiv überrascht. Es macht mir schon viel Spaß. Das fühle ich sehr, weil ich habe schon eben schon gesagt, es flasht mich. Also ich bin super begeistert aktuell. Ich verliere mich so in Details hier drin. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch dieses Tagebuch schon gehabt und sowas. Ja, ich bin aktuell dabei. Ich spreche eigentlich mit so gut wie jedem NPC. Ich untersuche so ziemlich jeden Raum gerade. Und gucke
gucke halt wirklich so absolut links und rechts von der Story gerade. Und ich find's super toll. Allein dieses ganze, ganze System mit den Echos und sowas und auch mit, ich sag mal, mit der Link-Verwandlung. Ja. Das ist mega toll gemacht, finde ich. Und so detailliert. Ich will jetzt nicht sagen, was oder so. Ich bin heute mal an eine Stelle gekommen, da hat mich das Spiel auch selber wirklich zum Lachen gebracht, weil das einfach, wie soll ich sagen, ohne jetzt zu spoilern, das war einfach so ein Ding, ich habe das gesehen, ich habe mir davon direkt einen Screenshot machen müssen, weil das war einfach so geil gemacht. Ich meine, wenn du in dem Moment, du wirst auch in diesem Moment kommen und ich gehe auch davon aus, dass du da mit einem blühenden Herz dieses gewisse Etwas angucken wirst. Aber es macht viel Spaß und... Hast du denn schon was an Sidequests erledigt? Ja. Was mich hier eben auch sehr begeistert hat, ist die Art und Weise, wie die Sidequests teilweise umgesetzt sind. Ich sag mal, also, ohne es groß zu spoilern, dass sie halt in Sidequests sehr auf Emotionen der Charaktere eingehen, statt nur stumpf laufe von A nach B. Ne? Es ist halt wirklich mit viel Liebe gemacht. Ja, und hast du mal von einem Bewohner irgendwo ein Monster gespawnt? Ja. Das ist so funny, oder? Ich hab mich weggeschmissen. Ich fand das so witzig, wie die reagiert haben. Hast du das versehentlich gemacht oder hast du das absichtlich gemacht, um einfach zu testen, wie sie reagieren? Ja und nein. Also, ich hab was ausprobiert für eine Quest. Ich dachte mir aber schon, dass das nicht die Lösung der Quest ist. Weil dazu ein Detail gefehlt hätte bei dem Monster. Und und damit habe ich das dann halt ausprobiert. Hast du schon auf ein Hühnchen geschlagen? Nein. Nein? Nein. Okay, das war das Letzte, was ich gerade eben getan habe. Bevor ich dich angerufen habe. Nee, aber es ist echt überraschend. Und ich fand es auch interessant. Selbst Düster scheint es gehuckt zu haben, die ja vorher gesagt hat, sie interessiert das so gar nicht. Na? Und andere Frage, du hast ja schon Zutaten gefunden, denke ich mal. Ich habe Zutaten gefunden, ja. Und ich habe damit auch schon was gemacht. Okay, das heißt, ich kann dich damit nicht spoilern? Nö. Mit den Smoothies? Nö. Okay, hast du auch schon die 10 Rezepte gemacht? Ja. Okay. Wie findest du das Prinzip, dass du Gegenstände jetzt hier sammeln kannst und die anlegen kannst, so Badges? Das ist was Neues. Ich mag Neues. Also, das haben sie ja in Mario Bros. Wonder auch schon gemacht gehabt. Ja, und ich find's auf jeden Fall interessant, dass du so einen Zusatzbuff halt hast. Ich meine, das, was du ja kriegst für die Smoothies, das sorgt ja dafür, dass du mehr Drop-Chance hast. In Gräsern und sowas. Für die Smoothie-Zutaten. Ich weiß nicht, ob du davon schon was hast, aber ich kann schon mal sagen, es gibt noch andere Badges, die auch irgendwelche Drop-Chancen zum Beispiel für Sachen erhöhen. No. Ich habe aktuell, ich glaube, 3. Ich soll dich fragen, aber da bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Ob du schon weißt, wie man Monsterzutaten mixt.
Monsterzutaten? Ja. Nur nee. Ja oder nein? Nein, weiß nein. Nicht. Okay. Weiß ich auch noch nicht, deswegen. Habe ich. Da hatten wir uns gerade eben kurz drüber unterhalten, wo wir an dem Smoothie-Stand waren. Weil ich habe mal Vermutung, versucht. Aber ich habe mal versucht, mit Milch einen Smoothie damit zu mixen. Ob man so irgendwie auf Medizin kommt. Aber na, hat nicht geklappt, ne? Nee. Habe ich nämlich auch probiert. Ich glaube sogar, dass es Milch war. Dachte ich mir schon. Ah. Ich habe eine andere Vermutung, aber das muss ich erst testen, ob das auch wirklich funktioniert. Ich weiß es nicht. Also, es war halt die Überlegung. Wir haben dieses Kochsystem ja auch schon in Breath of the Wild gehabt. Mhm. Und da war es irgendwie so, du musstest Monsterzutaten mit Insekten halt mixen. Das wäre halt jetzt so die Vermutung, ob das eventuell hier auch so der Fall ist, dass du irgendwo Insekten sammeln kannst. Weil wir haben ja überall so Schmetterlinge und sowas rumfliegen. Vielleicht gibt's wie in Link to the Past war es, glaube ich, wo es doch dieses Fangnetz gab. Vielleicht gibt's ja auch hier so ein Fangnetz. Oder Skyward Sword hatte das doch, meine ich, auch gehabt, oder was? Skyward Sword, glaube ich, hatte auch so ein Fangnetz, ja. Ja, Skyward Sword war's. Nee, vielleicht gibt's das halt hier auch dann und damit kannst du dann diese Schmetterlinge und so fangen und damit dann Medizin mixen. Das wäre halt jetzt nur so ein Wild Guess. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung, aber ja. Hast du nur ein Monster-Ding mit Milch gemacht oder hast du mit einem Monster-Ding auch schon mehr probiert? Oder hast einen Versuch gemacht? Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, hatte ich zwei Monster-Items und ich wollte jetzt nicht direkt alle weghauen, deswegen habe ich es nur mit Milch einmal probiert. Okay, weil meine Idee wäre vielleicht gewesen, dass du Monster-Zutat mit Monster-Zutat mixen musst. Wäre halt dann schon gar nicht mehr möglich gewesen. Das wäre halt meine Vermutung, aber habe ich noch nicht probiert. Hast du bis jetzt alle Monster dir eigentlich mitgenommen, die du getroffen hast? Die, was ich selber gesehen habe, ja. Aber ich nicht nur Monster, sondern auch Gegenstände. Ja, klar, Gegenstände gehe ich mal von aus. Bei den Monstern, ich finde das ja interessant, dass du teilweise wird vorausgesetzt, dass du erstmal auf der Overworld bestimmte Monster triffst, damit du dann und die auch mitnimmst, damit du dann ja im ersten Dungeon teilweise Sachen lösen konntest. Beispielsweise, du brauchtest ja die Fackeln. Mhm. Und dafür brauchtest du ja dieses Kerzol. Sonst wärst du ja gar nicht weitergekommen. Oder halt auch so ein Speermoblin oder sowas. Ne, für den Boss da drin. Der war ja da drin Gold wert. Da wurde ja wirklich im Grunde damit gerechnet, dass du die auch wirklich mitnimmst. Den Boss im ersten Dungeon, den habe ich komplett ohne irgendwelche Monster gemacht, tatsächlich. Echt? Mhm. Okay, ich habe die ganze Zeit einen Speermoblin gespawnt. Dann gewartet halt, bis er angefangen hat, runterzuschlagen. Ne? Okay, Moment. Ganz kurz. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Sagen wir mal, wer der erste Boss war. Nicht, dass ich den jetzt mit dem zweiten verwechsel. Der erste war dieser Steintyp, der diese Kugel immer wieder hatte, die du treffen musstest. Mit den zwei Armen. Ja. Okay, gut. Dann. Ja. Nein, ich wollte jetzt nicht sagen, Boss war. Nee, ich habe auf jeden Fall immer dann einen Speermoblin halt gespawnt, in dem Moment, wo der halt auf einen zukam. Dann hat er ja mit den Armen runtergehauen. Ich bin währenddessen ein bisschen zur Seite gegangen, weil er den Speermoblin anvisiert hat. Und in dem Moment, wo er zugeschlagen hat, habe ich einen zweiten gespawnt. Dadurch ist er der erste despawn. Der dann halt genug Zeit hatte, bis der Typ sich, also der Boss sich dann wieder aufgerappelt hatte. Weil der verharrt dann ja erst einen Moment mit den Armen auf dem Boden. Mhm. In der Zeit hat der Speermoblin halt seinen Angriff aufgeladen und seinen Speer halt geworfen. Und dann konnte er ihn ein bis zweimal hitten, bis der Boss wieder auf den Speermoblin draufgegangen ist. Und das konntest du super ausnutzen. Und dann, sobald halt der zwei, dreimal getroffen hatte, dann ist ja der Stein verschwunden und da lag ja die Kugel. Dann bin ich immer nur in den Link-Modus gewechselt und hab draufgeschlagen. Interessant, dass man den Boss jetzt auch mit anderen Möglichkeiten bezwingen kann.
Ja, da ich finde das super cool. Du hast ihn komplett anders gemacht wie ich. Wie hast du ihn gemacht? Ich habe keinen einzigen Gegner gespawnt. Und zwar, du lernst ja von dem Tree, lernst du ja den Move, dass du auch Items oder Gegenstände zu dir wegziehen, zu dir herziehen kannst. Ja. Da habe ich die Kugel mit diesem Move anvisiert und habe ihm die Kugel rausgerissen. Ich wusste nicht, dass ich die anvisieren kann. Dann habe ich mich als Link verwandelt und habe auf die Kugel geschlagen. Und das war schon alles. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich wusste nicht, dass ich die da anvisieren kann. Ich rechne nicht damit, dass ich einen Teil vom Boss nehmen kann und ihm entreißen kann. Das war mein erster Gedanke, weil die Kugel war ja so pink-lila. Ja. Und mein erster Gedanke war, die musst du bestimmt irgendwie von dem wegziehen. Für mich war es halt einfach die Schwachstelle. Da muss man draufhauen und nicht die muss man rausziehen. Ah, das ist geil. Also ich finde das mega, dass du hier halt wirklich die verschiedenen Möglichkeiten hast. Und ja. Das ist echt cool. Moment. Die sehen schon sehr aufwendig aus mit den ganzen Farben und so. Ach so, das war noch den Fehler, zum Fledermaus, zu den, wie heißt es, Schmetterlinge, ich hab auch sehr oft die Speerdinger, also, wer daran vorbeiläuft, ist selber schuld. Ja, okay, aber du kannst ja, das ist ja bei Zelda, du kannst ja eigentlich an den meisten Gegnern immer vorbeirennen. In welchem Zelda besiegst du wirklich jeden Gegner oder so? Ja. Aber klar, du hast diese Moblin-Lager, wo es dann ja auch die Truhe gab und so. Und da habe ich ja auch den her, glaube ich. Oder hatte ich den noch recht vom Anfang? Ich weiß. Es sind auch leider, also ich sage jetzt nicht welche, es sind aber auch leider Gegner dabei. Ja. Ich hasse sie. Die habe ich früher gehasst, ich hasse sie heute immer noch. Ich überlege gerade, ich habe jetzt als erstes an den Vogel gedacht, den wir nicht getroffen haben. Die sind überhaupt nicht schlimm, die Vögel. Oder diese Arachno heißen die? Nee, ich sehe gerade ich habe gerade dein Ding offen. Ja. Ich sehe gerade, du hast das Monster noch gar nicht. Warte mal, du bist im Ding, deswegen, warte, ich pop out mir mal kurz deinen Chat und mach. Minimier deinen Stream, da du weiter bist, deswegen. Interessant. Ach, da. Outfit. Ich war einfach nur zu blind. So. Ja. Nee, also, wenn du es jetzt bewerten würdest, aktueller Stand. Wie würdest du es benoten? Also Ideen und alles Mögliche würde ich dem aktuell, was ich jetzt schon alles gesehen habe und gemacht habe, doof gesagt, die Ideen, was so dahinter stecken und alles, die muss ich schon fast sagen, die Liebe zu dem Detail, was sie da auch reinsetzen. Von mir kriegt, ich würde dem schon eine glatte 10 von 10 bis jetzt geben. So doof, wie sie es anhört, aber ich bin sehr positiv davon überrascht. Es macht sehr viel Spaß. Es ist nicht zu einfach, es ist nicht zu schwer. Es ist, hat eine, sage ich mal, angenehme Schwierigkeit. Eine 10 von 10 gibst du dem Ganzen sogar? Ich würde dem bis jetzt eine 10 von 10 geben, ja. Also ich sag mal so, mit einer 10 von 10 gehe ich noch nicht ganz mit. Da, ich weiß nicht, dazu muss ich mich noch so richtig überzeugen. Also wenn ich es mal so vergleiche, eine 10 von 10. Okay, ich sag jetzt mal nicht Mario 64, aber ja, da ist viel Nostalgie dabei. Was wäre für mich eine wirkliche 10 von 10 an Game? Boah, selbst Breath of the Wild schafft es bei mir nicht auf eine 10 von 10, deswegen. Und ich liebe dieses Game. Ist halt echt schwierig.
Ich würde dem Ganzen aktuell eine sehr starke 8 von 10. 8 von 10? Ja. Ja, eine sehr, sehr starke 8 von 10. Mit Potenzial nach oben. Ja. Weil ich gerade sehe, bei Tobi, willst du mal deine Karte aufmachen? Einfach nur Interesse halber. Ja, kann ich machen. Ich sag ja, ich habe mich noch, also ich habe mich sehr detailliert in den Gebieten bis jetzt umgeguckt, deswegen. Ja. Okay, ja gut, ich bin zu den Rissen gegangen. Schon. Ja, okay. Das habe ich halt jetzt nicht gemacht. Also ich habe es vor allem jetzt nicht gemacht, weil ich mir eben noch gesagt hatte, wenn ich jetzt direkt zum Riss gehe, den nächsten Dungeon würde ich eh nicht mehr komplett schaffen heute. Da gehen wir morgen ran. Ich denke mal, morgen werde ich so in Richtung Süden hier gehen. Gucken, ob ich an den Riss drankomme. Und dann schauen wir mal gemütlich weiter. Aber meine Karte ist auch schon gut aufgefüllt, sage ich jetzt mal. Tobi, hast du bei Sammy gerade geschaut? Auf seine Karte? Oder willst du sagen, wie viel Prozent du ungefähr ausgefüllt hast? Ich schätze mal 45, 40. So viel hast du schon, okay. Da hast du auf jeden Fall deutlich mehr ausgefüllt als ich. Ich sehe gerade bei der Ecke, wo du oben bist, da war ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay. Also bei mir dürften es ja jetzt so 15-20% vielleicht sein. Weil es fehlt ja wirklich noch sehr viel. Gerade oben rechts und sowas. Wie gesagt, oben rechts bin ich ja jetzt langsam. Da gucke ich halt gerade aktuell rum, oben rechts. Bei mir ist halt unten links schon alles komplett offen. Hast du eigentlich, als du aus dem Hyrule-Schloss raus bist, ne, dann die ganzen Kisten mitgenommen und schon die ganzen Herzteile und Rubine und? Ich habe aktuell 4 Herzteile eingesammelt. Habe ich auch. Rubine und Kisten, alles, was ich sehe, nehme ich natürlich mit. Auch der erste Dungeon ist komplett jede Kiste mitgenommen. Ja. Und alles, also, was ich... Ich glaube nicht, dass ich es beim ersten Try hier auf 100% machen werde, aber bis jetzt, glaube ich, habe ich solide alles, oder nicht alles, aber solide viel mitgenommen. Ich habe alles, was ich gesehen habe, auch wirklich mitgenommen. Das habe ich auch. Ja. Ich sehe gerade da und da. Mir ist nicht aufgefallen, dass hier die Markierungen unten jetzt sind, weil ich hatte mich vorher an diesen Riss halt orientiert. Mhm. Ich sehe, man kann hier Markierungen setzen. Ja. Nice, das ist schön. Hast du in 2D Spielen selten, dass du wirklich Markierungen auf den Karten setzen kannst. Das kennst du meist so aus den großen Open-World-Spielen. Ne? Das sind halt so kleine Markierungen wie im BOTW oder so. Ja, genau. Ja. Was glaubt ihr, wären es 8 Dungeon? Also ich habe vorhin schon so meine Theorie geäußert. Ich könnte mir halt vorstellen, weil wir hatten insgesamt 4 Leute, die vermisst sind, dass das Spiel tatsächlich 4 Dungeon hat. Das wäre meine Theorie aktuell. Weil dann wäre es so, wir haben im ersten Sinstra ja wieder erlöst. Dann würden wir wahrscheinlich im zweiten, könnte ich mir halt vorstellen, Dex zu erlösen. Und im dritten den König. Und dann würde halt noch Link. So, das wäre jetzt meine Theorie. Da du weiter bist, bitte nichts dahingehend sagen, aber dass du meine Theorie zumindest mal gehört hast. Tobi, hier ist meine Karte. Und nein, ich bin bei mir im Stream nicht stumm. Ich habe mich gerade auf Loris Karte konzentriert. Ja, Tobi ist gerade bei mir und hat gesagt, ich soll ihm die Karte zeigen. Also sie ist schon ein bisschen aufgedeckt. 8
Dungeons, wenn ich jetzt meine Vermutung geben darf, ja, glaube ich, es sind weniger. Es sind mehr wie 4, aber weniger als 8. Du glaubst, es sind mehr als 4? Okay. Ich habe die Vermutung, dass es 6 sind. Interessant. Das ist halt die Sache, warum gehen wir in die anderen Dungeons? Also bisher fehlt mir halt so ein bisschen die Motivation dahinter. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass du pro Dungeon eine Person auch erlöst. Das wäre halt so die Sache. Aber hey, wie über sie. Wie über sie. Richtig. Ich lasse mich überraschen. Von den Ecken her, ja, könntest du recht haben. Weil wenn wir auf die Map mal schauen, wir hatten jetzt hier unten in den Sudelia-Wäldern den ersten Dungeon. Mhm. Wir haben einen dann links unten und einen rechts oben. Rechts oben müssten die... Nee, das sind die Zoras oben. Links unten ist die Wüste von den Gerudo. So, dann haben wir... Links oben, da habe ich auch schon eine starke Vermutung. Ja, warte, es ist interessant, dass die Welt zum Teil aufgebaut ist, die Map wie bei Breath of the Wild, zum Teil aber irgendwie anders. Weil guck mal, für mich sieht das links oben aus. Für mich sieht das links oben aus wie der Todesberg. Sag mal, ganz kurz, Entschuldigung, Tobi, kannst du mich nicht hören? Ja. Ich bin hier. Kannst du? Okay. Ja, also, aber da hast du recht. Da oben, was scheinbar der Todesberg ist. Weil du siehst bei dem Todesberg oben, wenn du auf dieses Schloss dran zoomst, auf dieses Tor, das schaut aus wie ein Goronkopf oben. Ich hätte fast gesagt, das sieht aus wie diese Ganon-Version. Guck dir mal die Fresse an. Und wenn du nach rechts unten gehst, habe ich gleich gesehen, was für eine Ecke das sein wird. Ja, yeah, das sind die Dekus. Das hier ist der Dekuwald. Richtig, das hat man gesehen, das sieht man einfach. Der Herzteich ist hier. Den gab es ja auch in Breath of the Wild. Der Berg war im BOTW oben rechts, oder? Ja. Der Berg war oben rechts, ja. Aber oben in der Mitte wäre halt interessant, was ist. Hier wäre halt auch noch was. Ja, was ist das hier? Das könnte eine große Überraschung vielleicht sein. Also, oder das hier soll tatsächlich der Todesberg sein. Und das hier ist irgendwas anderes. Aber das hier ist für mich eindeutig ein Vulkan. Ja. Es schaut für mich eher aus wie links der Vulkan. Ja, genau, das meine ich ja. Und oben in der Mitte ist einfach ein Dorf. Das sind einfach Dörfer hier auch noch. Das hier ist irgendwie ein ganz komisches Gebilde. Das sieht fast aus, als würde da jemand knien und hätte Schwerter in Rücken und Arsch. Was oben in der Mitte ist, glaube ich, es ist meine Vermutung, weil ich habe ja auch schon gesagt, meine Vermutung sind ja auch 6 Dungeons, blöd gesagt, dass oben in der Mitte der letzte Bereich ist, bevor du halt zum Finale kommst, sage ich jetzt mal. Okay. Aber was für ein Gebiet das ist. Also, im Grunde, im Moment können wir nur spekulieren. Es fühlt sich auf jeden Fall geil an. Ja, das auf jeden Fall. Was denkst du, wo in der Timeline spielt? Ist immerhin kennt keiner wirklich Link oder Ganon. Schwierig. Also, Timeline in Zelda ist eh immer schwierig. Vielleicht wieder eine Reinkarnation und dann spielt es irgendwo hinter Link's Awakening und wie hieß der Nachfolger von Link to the Past? Link Between Worlds, genau. Irgendwie so dahinter. Könnte ich mir vorstellen. Aber hey, es war doch schön, Ganon am Anfang schon mal auf die Mütze zu geben. Ja. Finde ich ehrlich gesagt gut, dass sie das gemacht haben am Anfang. Somit kann man schon mal sehen, wie das Ganze zustande kommt, warum du Zelda spielst. Aber auch da ist wieder eine Referenz zu den Dings hier, wie heißen sie? 3D-Zelda.
Weil das ist ähnlich wie der Anfang von Tears of the Kingdom. Nur, dass hier jetzt Link in die andere Dimension gezogen wird. Und im Tears of the Kingdom wurde Zelda in die andere Zeitlinie gezogen. So, und du hast halt am Anfang wieder einen voll ausgerüsteten Link, der gerade im Grunde von einem Abenteuer kommt mit vollen 20 Herzen, absolut overpowered. Let's fucking go, Link, hast du da? Und dann wird er dir nach dem ersten kurzen Mini-Dungeon wird er dir genommen. Easy. Ja. Ja, vielleicht wird es dazu irgendwann mal eine Aussage geben, wo das genau spielt oder so, aber wie gesagt, die Zelda-Timeline ist halt, die ist mehr oder weniger reingekommen, weil die Fans die ganze Zeit eine gefordert haben und Nintendo hat selbst schon gesagt, eigentlich gibt es keine Zelda-Timeline. Ja. Lori, Tobi fragt mich gerade, wie sich die Schwierigkeit beziehungsweise wie entwickelt sich eigentlich die Schwierigkeit in den Dungeons, Sammy? Ich weiß nicht, ob du da eine Antwort hören möchtest von mir, Lori. Kannst du ruhig. Im Grunde hast du ja eben schon so ein bisschen drauf geantwortet, dass du sagtest, generell ist das Spiel halt hat schon seine schwereren Punkte, aber auch nicht zu schwer. Genau, also ich finde, im Gegensatz zum ersten Dungeon ist der zweite schon etwas schwieriger. Also er ist jetzt nicht wirklich so schwer, er ist aber auch nicht leicht. Und das finde ich halt. Ich hoffe, dass sich diese ansteigende Schwierigkeit, sage ich jetzt mal, dass die so beibehalten wird. Weil das Spiel darf auch meiner Meinung nach gern ein bisschen herausfordernd sein. Ich bin auch schon ein paar Mal gestorben, ist auch kein Geheimnis. Weil ich da einfach zu das greedy bin ich war. Noch gar nicht. Das bin ich noch gar nicht. Aber ja, das war einfach halt der Greed bei mir. Da ist halt auch die Sache, ich glaube nicht, dass sie es noch groß ansteigen lassen. Weil wir haben als Referenz Link's Awakening. Link's Awakening war von Bossen her und allem oder von generellen Schwierigkeiten gerade, abgesehen davon, dass ein echter Abfuck-Nerv-Dungeon dabei war, war das halt echt einfach. Und das ist halt auch das, die Zielgruppe des Ganzen, wo die Nintendo damit halt hauptsächlich erreichen möchte, sind natürlich auch jüngeres Publikum. Und die wollen die Leute nicht frustrieren. Deswegen sind sie ja generell in den letzten Jahren eher leichter geworden von ihren Schwierigkeitsgraden als schwerer. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie dann ein übertriebener Anstieg wird. So ein kleiner Anstieg, klar. Das sagst du ja auch, im zweiten Dungeon, der ist schon schwerer geworden. Ich glaube nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Form ausufern kann. Wie gesagt, dass es schwieriger wird, ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ist auch, ehrlich gesagt, schon gut, weil du kommst einfach weiter, da darf auch der Schwierigkeit ein bisschen ja. ansteigen. Bisschen ansteigen, ja. Ohne ich bin Fee, jedenfalls sag ich nur Hühner. Hä, ja, ich hatte aber noch eine Fee, die mich gerettet hat vor den Hühnern. Also das war ja auch gewollt. Also ich hab halt bewusst die Hühner ausprobiert. Ich wollte wissen, ob das ist wie in den anderen Zeldern. Ob die gerade gedacht haben. Apropos Fee, das heißt für mich, du hast schon eine Flasche. Ja. Was sagst du davon, dass die Flaschen... Dass die Feen automatisch in die Flasche fliegen. Ich fand's weird, weil ich hab erst an der Fee gehangen und die ganze Zeit überlegt, scheiße, wie rüsse ich jetzt die Flasche aus, ne? Und hab durch die Menüs geswitcht und so und bin dann irgendwann halt raus. Und zack, sammelt der die von alleine auf. Ich war etwas konfus. Aber per se, ich find's nicht schlecht. Quality of life irgendwie. Ja. Hast du die Fee über dem Wasser geholt? Die Fee über dem Wasser. Ja. Die Fee über dem Wasser. Also kurz nachdem du die Flasche bekommst, die erste. Da ist, gibt's halt einfach so random im
in dem Gebiet halt einen kleinen See, auf der... Wo eine Fee drüber schwebt. Genau, genau. Ja, die habe ich geholt. Ja. Ja. Nee, gut. Ich bin sehr gespannt, was uns dann noch erwartet. Es macht sehr viel Spaß. Und ich freue mich schon, wenn ich da morgen weitermachen kann. Ja, ich auch. Ich werde morgen so noch hier reingrinden in das Game. Ich freue mich so. Ich mich auch. Gut. Gut, dann sind wir ja froher Dinge. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auch raus, weil ich muss gleich ins Bett. Ja, ich werde auch ins Bett gehen. Gut. Dann suche ich jetzt noch jemand Schönes zum Raiden. Danke für den Call. Nee? Gerne. Du kannst mir sagen, wenn du raidest, dann können wir gemeinsam hin raiden, wenn du möchtest. Ja, ich suche gerade jemand raus. Ich schreib's dir gleich in Discord dann. Ja, passt. Ja? Dann machen wir das so. Guti. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.